Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zur nächsten FIFA 21 Karrieresimulation. Heute haben wir einen Spieler, der eigentlich seit Folge 1 von euch Zuschauern da draußen gefordert wird. Wir fackeln gar nicht lang rum, es ist Mario Götze. Angefangen beim BVB als absolutes Megatalent und damals waren diese Vergleiche mit deutscher Messi auch schon irgendwo berechtigt. Für Dortmund bricht aber eine Welt zusammen, als Götze sich dazu entschließt, zum direkten Konkurrenten nach München zu wechseln. Geprägt war seine Zeit in München vor allen Dingen durch einen nicht unangefochtenen Stammplatz, vielen Spielen auf dem Flügel und zu guter Letzt eben leider Gottes auch die Stoffwechselerkrankung, die zum Ende seiner Zeit kam. Und auch wenn Götze, der heutzutage ja bei PSV Eindhoven in den Niederlanden spielt, nicht so richtig sein volles Potenzial ausschöpfen konnte über den Lauf seiner Karriere, bleibt ein besonderer Moment bestehen, den kann ihm auch niemand wegnehmen und für den ist ihm, glaube ich, jeder Deutscher bis an sein Lebensende dankbar. Ach ja, das war noch Zeiten. Mach ihn und er macht ihn. Und genau an der Stelle kommen natürlich wieder wir ins Spiel. Es wird der Reset-Knopf gedrückt, er ist wieder 18 Jahre jung, Mario Götze beginnt also erneut seine Karriere beim BVB und vielleicht trifft er ja dieses Mal die richtigen Entscheidungen. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Bevor wir loslegen, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus oder auch eben Vorschläge für weitere Spieler. Und lasst euch gesagt sein, Freunde, so ein Like ist wirklich nur ein ganz kleiner Klick für euch Zuschauer da draußen, für diese Serie, für diese Videos hier immer ein unfassbarer Support, vor allen Dingen, weil es eben super, super großer Aufwand ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, für den Anfang haben wir genug um den heißen Brei herumgeredet. Wir starten rein in die Action, Karrieresimulation mit Mario Götze und let's go! Zuallererst natürlich der Blick auf Mario Götze, Freunde. 84er Gesamtstärke zum Start der Karriere mit gerade mal 18 Jahren. Potenzial bei 91. Einfach der absolute Wahnsinn. Aber Freunde, lasst euch gesagt sein, die Stats sind nicht irgendwie korrigiert oder verschönert oder so, damit er jetzt hier mit einer 84 reinstartet, sondern das sind, glaube ich, Werte aus FIFA 12 oder 13 müsste es sein. Und die habe ich einfach so gut es geht übernommen. Und dementsprechend ist er also da mit einer 84er Gesamtstärke. Ist, denke ich mal, auch interessant. Vor allen Dingen, weil es jetzt auch endlich mal früher ein bisschen Konkurrenz für Kylian Mbappé geben könnte, denn der Götze, der wird wahrscheinlich richtig krass steigen mit dem Potenzial und der Gesamtstärke. Auch ist ganz schön dazu sehen, dass Götze jetzt einfach mal direkt zum Start der Karriere, Simulation ein Teil der Startelf beim BVB ist. Und damit schreiten wir also im Kalender voran, kommen zum ersten Ballon d'Or-Sieger. Ich muss da, glaube ich, relativ wenig zu sagen. Es ist der CR7. Diesmal hat es der Ballon d'Or-Sieger aber auch irgendwie ins Team of the Year geschafft. Wir haben da unter anderem Ronaldo dabei, sonst viele Spieler oder so gut wie eigentlich immer Spieler von Liverpool, Real und Bayern. Und damit, Freunde, ist jetzt also auch im Mai 2021 die allererste Saison von Mario Götze in dieser Karrieresimulation beendet und wir blicken also auf die Wettbewerbe vom BVB und auf die Werte von Götze selber. Die Liga war eine absolute Katastrophe. Wir reden mal nicht darüber, dass wir nur Fünfter geworden sind, Leverkusen nicht mehr Vizekusen ist, sondern einfach mal Meister geworden ist und wir einfach mal nur Europa League spielen. Pokale, will ich einfach keine Worte darüber verlieren. Das ist jedes Mal auch in jeder Karrieresimulation die gleiche Scheiße. In der Champions League Gruppenerster geworden, aber dann auch leider im Achtelfinale gegen Barca geflogen. Wenigstens haben wir jetzt mal ein relativ interessantes Bild. Nach einer Saison hat Götze nämlich ein Plus von 4 in der Gesamtstärke, bedeutet also von 84 auf 88 hoch, konnte 45 Spiele machen. So viel hat, glaube ich, noch nie ein Spieler in der ersten Saison gehabt. Dabei konnte er 6 Tore und 12 Vorlagen beisteuern. Sehr, sehr wilde Saison auf jeden Fall zum Anfang, Potenzial gleich geblieben bei 91 und bald ist er ja auch 19 Jahre alt. Die Werte können sich auf jeden Fall sehen lassen, vor allen Dingen 85 Tempo, so schnell ist Götze heutzutage in keiner Welt mehr und 93 Dribbling, auch mega stark. Damit geht es jetzt für uns rein in Saison Nummer 2 bei Dortmund. Oder vielleicht auch nicht, denn da kommt ein Angebot rein von Real Madrid. 131,2 Millionen Euro. Es gibt also direkt zur zweiten Saison den allerersten Transfer. Direkt auch mal im dreistelligen Millionenbereich. 131 Millionen überweisen die Königlichen an Schwarz-Gelb für die Dienste des 19-jährigen Mario Götzes. Der übrigens in FIFA gefühlt auch immer noch so aussieht, als wäre er 19 Jahre alt, also so wie damals. Und da haben wir jetzt also Bienvenido Mario Götze bei Real Madrid. Er wird ein Königlicher und ich bin sehr gespannt darauf, wie es jetzt eben laufen wird. Er hat sich wohl nicht für Bayern, sondern eben für Real entschieden. Meine Wenigkeit reist natürlich wie immer mit dem Spieler quasi. Ich verstecke mich immer irgendwo im Koffer vom Spieler und dementsprechend werden wir jetzt auch neuer Real Madrid Trainer. Die Mannschaft von Real sieht nicht so verkehrt aus, klar. Manche Spieler werden auch immer älter und älter. Unter anderem als Neuzugänge kamen übrigens dazu Joe Gomez in der Innenverteidigung, Götze eben für die 10er-Position und ich
sehe auch, Aubameyang ist neu wohl. Der zweite Ballon d'Or wird vergeben. Und jetzt, glaube ich, fängt die Phase an, wo es langweilig werden könnte. Denn es gewinnt natürlich Kylian Mbappé, der wahrscheinlich jetzt auch die nächsten drei Dinger in Folge gewinnen wird. Daneben noch ein Blick aufs Team of the Year. Das scheint dieses Jahr ein wenig bunter zu sein. Wir haben Spieler dabei von Atletico, Liverpool, City. Paris ist ebenfalls Mitte von der Partie. Bayern München natürlich auch. Und ansonsten, glaube ich, waren das auch alle Vereine. Weiter geht es jetzt dann also mit dem Ende von Saison Nummer 2. Wir sind im Mai 2022. Götze hat jetzt also seinen ersten Wechsel hinter sich im Ausland. Ich bin gespannt, wie es lief. Wir blicken jetzt mal drauf. Einen ersten Ligatitel gibt es leider Gottes noch nicht. Auch hier wieder geschlagen von Atletico Madrid. Genau wie im letzten Video oft mit Halilovic. 11 Punkte Rückstand. Und ja, Barca Dritter, gut, da, ja, ist halt Barca, ne? Ich sag einfach nichts über die Pokale. Ich werde jetzt einfach in diesem Video nur noch die Ergebnisse einblenden, weil es ist auch jedes Mal das Gleiche. Wirklich, ungelogen. Jedes Mal 2-0 gegen Alaves. Immerhin konnte Götze viele Spiele sammeln. 41 an der Zahl, 12 Tore, 7 Vorlagen, sind jetzt vielleicht nicht die besten Scorer, aber 6 davon alleine in der Champions League ist schon eine stabile Quote. Gesamtstärke von 88 auf 91 gestiegen, Potenzial hat sich aber noch nicht verändert. Gut, da er aber auch jetzt gerade mal 19 Jahre alt ist, denke ich mal, wird sich das im Laufe der nächsten Jahre noch verändern. Achso, und weil ich es gerade vergessen hatte zu erwähnen, man hat es ja auch gerade, glaube ich, kurz in der Kalendersimulation gesehen, in der Champions League leider durch die Auswärtstorregel gegen Man United geflogen. Saison Nummer 2 ist vorbei und damit geht es jetzt also zum ersten Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft für Mario Götze, wo er natürlich auch die Stammkraft sein wird. Die Gruppenphase relativ easy, so wie man sich eigentlich wünscht von Deutschland, die Gegner Uruguay, Norwegen und USA, 3 Spiele, 3 Siege, easy going. Und am Ende des Tages besiegt man auch im Achtelfinale mit 3:1 Kolumbien, im Viertelfinale dann 2:1 Brasilien und im Halbfinale dann 4:1 kriegen die Italiener eine Packung und werden nach Hause geschickt. Und im Finale der Weltmeisterschaft 2022 geht es also Niederlande gegen Deutschland. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Vor allen Dingen, dass die Niederlande es hier ins Finale geschafft hat, würde ich mal sagen, ist schon eine größere Überraschung, als dass eben Deutschland es ins Finale schafft. Und es wird am Ende ein 3:1-Sieg. Werner mit einem Hattrick. Also, das sieht man auch, würde ich sagen, nicht alle Tage. Timo Werner, nachdem es erstmal 1:1 stande, in der Verlängerung also ein Doppelpack. Und damit beschert Timo Werner Deutschland den nächsten WM-Titel. Somit geht unser Business jetzt also wieder bei Real Madrid weiter, wo unter anderem Romelu Lukaku jetzt neu in der Stürmerposition dazugekommen ist. Den Ballon d'Or, den gewinnt natürlich nicht Kylian Mbappé. Doch, natürlich. Was denn sonst? Leider auch kein Platz im Team of the Year für Coutinho, dafür sind die Leistungen, glaube ich, noch zu schwach. Hier in diesem haben es aber unter anderem wirklich viele Manchester United-Spieler reingeschafft. Und damit, Freunde, kommen wir jetzt also zum Ende von Saison Nummer 3, Mai 2023. Und ich bin gespannt auf die Wettbewerbe und gespannt auf Götze. Ja, es wird keinen weiteren Ligatitel geben. Oblak ist einfach absolut die Maschine bei Atletico mit Felix auch noch vorne. 10 Punkte mal wieder Abstand und die Top 3 wieder genau gleich. Kurzes Wort zum Pokal kann man erwähnen, wir haben im Finale verloren gegen Barca. Und zu guter Letzt die Champions League, da war letztendlich im Viertelfinale Schluss Inter Mailand, von dem wir Lukaku geholt haben, besiegt uns dann irgendwie trotzdem 3:2. Dafür war es aber für Götze ein mega, mega starkes Jahr, 54 Spiele, in denen er alleine 24 Treffer und 13 Vorlagen beisteuern konnte, auf alle Fälle sehr, sehr wild, von der Gesamtstärke auf 92 gestiegen und das Potenzial, wie ich es auch schon gesagt habe, jetzt also gestiegen auf 93. Wir verbringen eine weitere Saison bei den Königlichen. Wir geben unser Bestes und hoffen, dass wie in jeder anderen Karrieresimulation Real Madrid eigentlich irgendwie mal aufwacht und jetzt dann wieder 3 Champions-League-Titel in Folge holt oder so. Und wenn man schon gerade von 3 Titeln in Folge holen oder so redet, Kylian Mbappé gewinnt natürlich wieder mal den Ballon d'Or zum 3. Jahr jetzt in Folge. Und trotz 24 Toren und 13 Vorlagen, also fast 40 Scorern, schafft es als Beispiel eher ein Lemar ist ins Team of the Year als eben unser Mario Götze. Dafür konnte Götze jetzt aber seinen allerersten Ligatitel feiern. Unfassbar, ich weiß nicht, was bei Atletico passiert ist. Die sind sogar am Ende der Saison nur Vierter geworden. Aber am Ende holen wir die Meisterschaft mit 94 Zählern ganz eindeutig vor Sevilla, Barca und Atletico. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Freunde, wir haben einen Pokal gewonnen, den Copa de España. Das heißt, es ist sogar das nationale Double. Und genau wie es also auch im Copa de España Finale hieß, Real gegen Barça, Clásico Time, heißt es auch im Champions League Finale, Clásico Time, Real gegen Barça. Wir gehen also rein in die Schnellsimulation, Freunde, im Estadio Metropolitano, im Stadion von Atletico Madrid, also quasi auch so ein bisschen Heimspiel für uns, in Anführungszeichen, Barcelona, aber gut, auch eine Mannschaft aus Spanien, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie für irgendwen das krasse Heimspiel hier. Die Mannschaft von Barça auch alles andere als
nichts verkehrt mit Immobile, mit Dembélé, Pedri auf dem Flügel, der jetzt wahrscheinlich sich auch schon mega, mega krass entwickelt hat. Marquinhos haben sie auch noch geholt. Jetzt also die Schnellsimulation und es wird eine 3-2 Niederlage, weil Götze macht ein Tor, Lukaku, Lautaro und dann kommt Lewandowski rein und besiegelt es in der Verlängerung. Ihr habt es ja gerade schon gesehen, Freunde, Götze mit einer 93er Gesamtstärke konnte 62 Spiele machen, die meisten, glaube ich, bisher. 17 Tore, 12 Vorlagen, auch eine relativ stabile Quote, wieder mal in der Champions League 8 Scorer, also der Mario ist wirklich geboren für die Abende um 21 Uhr. Nicht nur ist eben sein Rating gestiegen auf 93, sondern das Potenzial genauso und wir konnten die ersten Titel mal feiern. Was uns dann jetzt also zum nächsten Turnier mit Deutschland bringt, die Europameisterschaft steht an. Ihr seht die Gruppenphase Frankreich und Italien, Dritter und Vierter, Deutschland und Russland, Erster und Zweiter. Was geht denn hier ab? Gut, dafür war aber auch für uns im Viertelfinale Schluss. Die Niederlande konnte sich rächen, das WM-Finale haben sie verloren, dafür aber dann das Viertelfinale in der EM gewonnen gegen Deutschland. Und für Mario Götze geht es jetzt mittlerweile als rechter Flügel und den folgenden Werten, die ihr da sehen könnt, vielleicht wird ja auch gerade noch sein Tempo und sein Schießen dadurch gesteigert, geht es jetzt also mittlerweile in die fünfte Saison dieser Karrieresimulation und in die vierte alleine bei Real Madrid. Und die Mannschaft sieht schon wirklich nicht verkehrt aus, unter anderem jetzt noch mit Bernardo Silva als Neuzugang. Sag mal, wofür findet der Ballon d'Or eigentlich noch statt, wenn Kylian Mbappé, obwohl Paris nichts gewinnt, den Titel so oder so jedes Jahr gewinnt? Da könnt ihr ihn doch direkt einfach an die Adresse von ihm schicken, Mann, meine Güte. Dafür haben wir aber einen Platz im Team of the Year 2024. Es wurde bekannt gegeben, viele Realspieler sind dabei, wir haben das Double gewonnen, waren im Champions League Finale kurz davor, das Triple zu gewinnen, aber es hat leider nicht gereicht für drei Titel, trotz alledem Mario Götze eben ein Teil wie viele andere Realspieler hier im Team of the Year. Und damit endet sie jetzt also, Freunde. Die fünfte Saison der Karrieresimulation, die vierte bei Real Madrid. Und ich sehe unter anderem Mai 2025 ein weiteres Champions League Finale gegen den Verein, gegen den oder quasi in dessen Stadion wir erst letztes Jahr im Champions League Finale gespielt haben. Es geht ran gegen Atletico Madrid. Ligatitel gibt es leider keinen, da konnte uns Atletico schlagen. Genauso im Copa de España. Aber die beiden Titel haben wir so oder so letzte Saison gewonnen. Das heißt, jetzt ist es wichtig, das Champions League Finale zu gewinnen. Im Old Trafford findet das Ganze statt. Lukaku, ehemaliger Manchester United Spieler, Bruder, häng dich auf alle Fälle rein. Götzinho auf dem rechten Flügel. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Sanchez und Süle unter anderem bei Atletico Madrid. Und es wird am Ende ein 2-1 Sieg. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Ich hab's gesagt. Lukaku in alter Wirkungsstätte mitten im Doppelpark. Und da reicht eben der Treffer von Felix nicht aus. Und Real gewinnt die Champions League. Für Götze war es ein relativ durchschnittliches Jahr, würde ich einfach mal sagen. 58 Spiele, 14 Tore, 13 Vorlagen als rechter Flügelspieler. Das heißt, so viel hat die Positionsänderung leider nicht gebracht, von der Gesamtstärke nicht gestiegen, genauso wenig aber auch vom Potenzial gestiegen. Und tatsächlich kommt es jetzt also zur Situation, dass der Vertrag von Götze ausläuft. Und ich bin ja Trainer, aber Vertragsverhandlungen, die führe ich persönlich nicht. Und deswegen wird es jetzt also Zeit, zur sechsten Saison mit den Tottenham Hotspurs nochmal die Koffer zu packen. 197 Millionen Euro zahlen sie für die 93er Gesamtstärke, profitieren eben auch davon, dass der Vertrag ausläuft. 206 Millionen sind nämlich alleine der Marktwert und damit haben wir ihn also, Freunde. Der letzte Verein auch wahrscheinlich von dieser Karrieresimulation hier, die Spurs. Ich bin mega gespannt, wie es wird in England. Natürlich mal wieder eine schnieke Präsentation und ja, das Tottenham-Trikot steht ihm doch, würde ich sagen. Und ich glaube, so einen wie mich als Trainer, den kann man da bei diesem Sauhaufen auch ganz gut gebrauchen. Ob man jetzt aber mit der Mannschaft hier von den Spurs, zwar sind da auch Leute dabei wie Ndombele, Olmo, die eine mega krasse Gesamtstärke haben, Malen vorne auch, aber auch als Beispiel nur eine 83 auf der Torhüterposition. Also ich bin sehr gespannt, was da gehen wird. Nach drei oder vier Titeln von Mbappé jetzt beim Ballon d'Or gibt es jetzt aber einen neuen Sieger. Es ist Joao Felix für Atletico Madrid. Und dieses Jahr gibt es leider keinen Platz für Götze im Team of the Year. Vielleicht war das Jahr bei den Spurs, dann dafür umso besser. Sieht aber ja nicht so aus, in der Liga sind wir nur Vierter geworden mit massig Abstand auf den Ersten auf City. Dafür stehen wir aber immerhin im FA Cup Finale. Im Carabao Cup war gegen Leicester Schluss und in der Champions League eben auch gegen Atletico Madrid mit einem 4-3. Nun wird also ein weiteres Finale simuliert. Im Wembley Stadium heißt es also Liverpool gegen Tottenham, die da irgendwie mit Grujic auf dem linken Flügel spielen, soll mich aber nicht stören. Es wird am Ende ein 2-1 Sieg. Olmo und Mal mit den Treffern auf unserer Seite und damit gewinnen wir also immerhin einen weiteren Pokal, nämlich den FA Cup. Und auch das erste Jahr in England für Götze war eher so mäßig. 18 Tore, 11 Vorlagen, 61 verdammte Spiele gemacht. Von der Gesamtstärke aber auch gestiegen auf 94. Sein Potenzial wandert natürlich ebenfalls auf 94. Aber so richtig diese krasse Megasaison gab es noch nicht so wirklich.
Erstmal geht es jetzt aber für uns zum nächsten Turnier. Es geht zur WM. Die Gruppenphase war diesmal absoluter Horror. Zweiter Platz nur in der Gruppe mit Rumänien, Kamerun und China. Im Achtelfinale dann aber Argentinien geschlagen, im Viertelfinale Frankreich ebenfalls mit einem 1-0 geschlagen, im Halbfinale dann die Schweiz und im Finale dann leider Gottes mit 1-0 gegen Brasilien verloren. Bittere Pille, aber was willst du machen? Was uns dann jetzt also zu Saison Nummer 7 und zur wahrscheinlich auch letzten Saison hier mit Mario Götze in dieser Karrieresimulation bringen wird. Die Mannschaft von Tottenham, die hat sich leider Gottes nicht wirklich verbessert und Lloris im Tor hat jetzt auch nur noch eine 79, also das wird ganz, ganz wild. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Kylian Mbappé jetzt in 7 Jahren dieses Karrieremodus 5-mal den Ballon d'Or gewonnen, wirklich geisteskrank. Bin ich mal gespannt, ob das auch in echt so wird. Mit einer mäßigen Saison bei Tottenham und eben auch einer mäßigen bei Mario Götze gibt es natürlich wieder keinen Platz im Team of the Year. Und damit schließen wir jetzt Saison Nummer 7 endgültig ab. Und in der Liga sind wir einfach nur 9. Was geht denn bitte hier ab? Die haben so viele gute Spieler. Ja, vielleicht einen schlechten Torwart. Ja, vielleicht 2 Innenverteidiger mit einer 83. Aber du kannst doch nicht 9. werden. Immerhin den Carabao Cup haben wir im Finale gegen Nottingham Forest gewonnen. Im FA Cup dafür 1-0 gegen Liverpool verloren, gegen den Verein, gegen den wir letztes Jahr noch im Finale gewonnen hatten. Und wie eine Kopie von der letzten Saison wird es mal wieder Atletico Madrid im Achtelfinale unser Gegner und da verlieren wir wieder mal mit einem Tor Abstand. Kuss geht raus. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier mit die schlechteste Saison zusammen mit den ersten beiden Jahren von Mario Götze als rechter Flügel. Zwar auf eine 95 gestiegen, Potenzial damit auch auf 95, aber in 55 Spielen nur 13 Tore und 6 Vorlagen. Also das ist ja mal wirklich ein Riesendämpfer zum Abschluss. Die Werte sehen jetzt auch nicht so aus, als würde der Spieler eine 95er Gesamtstärke haben. Klar, 91 Tempo mega, 92 Passen mega, 97 Dribbling, geisteskrank, aber 83 Schießen als Beispiel, 88 Abschluss, aber dafür sowas wie 69 Schusskraft oder 69 Elfmeter. Also da fehlt es in meinen Augen vor allen Dingen so ein bisschen am Killerinstinkt vom Tor, wie es aussieht. So, Freunde, da haben wir sie also, die Karrieresimulation mit Mario Götze und die finalen Statistiken. 95er Gesamtstärke, also am Ende 95er Potenzial, 24 Jahre alt und in 7 Saisons konnte er insgesamt 104 Tore, 74 Assists beisteuern und 6 Titel gewinnen. Heute gab es nur 3 Vereine, beginnend beim BVB, dann eben noch die Königlichen mit Real Madrid und zu guter Letzt ja leider Gottes mehr oder weniger die Flop-Station bei den Spurs. 328,5 Millionen Euro für 2 Wechsel ist aber wirklich eine mega, mega starke Summe. Ballon d'Or-Titel haben wir leider nicht gewonnen, da dafür, wenn mich nicht alles täuscht, einmal im Team of the Year gewesen. Und allgemein muss ich sagen, ist Götze in dieser Karrieresimulation ja so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, wenn man überlegt, dass wir mit einer 84er Gesamtstärke und eben noch dazu dem 91er Potenzial begonnen hatten. Also ich dachte wirklich, heute hätten wir den Mann gefunden, der vor allen Dingen Kylian Mbappé in Sachen Ballon d'Or endlich mal irgendwie in einer Art und Weise die Stirn bieten kann. Das ist heute aber nicht passiert, Freunde. Soll es aber auch gewesen sein von der heutigen Karrieresimulation mit Mario Götze. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, wie gesagt, Freunde, vergesst den Daumen nach oben nicht. Für euch nur ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus oder auch gerne einen Vorschlag für einen weiteren Spieler für eine Karrieresimulation. In dem Sinne, sehen wir uns in alter Frische wieder. Bis dahin, haut da rein und...